Oh, das ist die letzte Aufnahme von der Verarbeitung und der Reinigung des Getreides in diesem Jahr. Ich wollte euch noch einmal zeigen, wie das mit Wind funktioniert und wie das dann ausschaut. Ich habe jetzt erstmal wieder mit dem Sieb dort die restlichen Ähren, die dort liegen, getrennt von den Spelzen und den Körnern. Und jetzt werde ich was einrichten und dann könnt ihr zusehen, wie der Wind die Spelzen von den Körnern trennt. Also, los geht's. Und da seht ihr, wie die Spelzen davon fliegen? Mit dem Wind. Ja, okay. Und super. Ein bisschen dicker an den Rand. Guck mal, wie gut das geht. Trotzdem ist es so schwach windig. Jetzt fallen die Körner. Klasse. Wahnsinn. Cool. So. Das war jetzt der erste Durchgang mit Wind und man sieht ganz viele Körner und hier an der Seite total viele Spelzen. Das werde ich noch 2-3 Mal machen und dann ist es fertig. Und dann ist das Getreide mit Hilfe von Wind von den Spelzen befreit worden. Ganz einfach, ganz leicht und kein einziges Korn dazwischen. Alles nur Spelzen. Und hier sind die Körner. Letzte Durchgang der Reinigung. Wind, komm her. Bisschen höher halten. Ja, man sieht kaum noch Spelze. Fast komplett sauber. Klasse. Super Ding. Kann ich nur empfehlen.